Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich soll heute mal auf YouTube kacke Scheißwerbung reagieren. War ein Vorschlag von euch und der erste Frame, das ist doch hier Parship, ne? Hier alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship, ne? Ich glaube, das müsste ja Parship sein. Man muss es mal im Monat aus, also in der Stunde sind es ja 5, ne? Das müsste man sich mal im Monat ausrechnen, um wie viele davon wirklich richtig verlieben und wirklich zusammenbleiben. Das ist so gering, ne? Es ist nichtig, ne? Aber gut, wir gucken mal rein. Elite-Partner lernst du niemanden kennen. Elite-Partner. Elite-Partner bringt lernst du niemanden kennen. Elite-Partner ist was für Hoffnungslose. Elite-Partner für jeden zweiten Kunden. Elite-Partner kostet ein Vermögen. Elite-Partner für Singles mit Niveau. Ich habe eine neue Matratze. Ach so, ja gut. Das hat mich jetzt gerade gebrochen, ne? Also für Singles mit Niveau falle ich ja schon wieder raus. Schade. Wollte mich gerade bei Elite-Partner anmelden. 3000 Euro im Monat bezahlen und nie eine Frau finden. Schade, na gut. Aber da ich ja eh kein Niveau habe, es wäre halt so geil, wenn bei der Anmeldung die Frage kommt, haben Sie Niveau? Nein. Niveau. Ich habe eine neue Matratze gekauft. Ich auch. Nee. Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung? Ach, ich schon. Nee. Hat ein Vermögen gekostet, aber... Qualität hat halt ihren Preis, ne? Die in Deutschland meistverkaufte Matratze kostet 90 Euro. Nee. Nee. Ach. Nee. Ach. Jetzt kannst du bestellen auf bett1.de. Das wird ein Riesenjahr. Jetzt bis zu 5 Euro Elektrozuschuss einstecken. Der Dyson V8 Akku hat Staubsauger mit bis zu 4 Minuten Laufzeit. Für nur 4 Euro. Plus. Ey, 4 Minuten Laufzeit, ne? Das ist immerhin, ne? 4 Minuten ist heutzutage schon besser als die meisten Handy-Akkus, ne? Also, ich kenne auch jemanden, ne? Der hat ein iPhone. Ja, wird bestimmt das Akku kaputt sein, aber der macht absolut gar nichts mit dem Handy und das Handy verliert einfach mal fast nur schon die Hälfte, ne? Also da ist 4 Minuten heutzutage wirklich schon, sollte man für 449 Euro zuschlagen, ne? Aber was ist denn das? Wie sehen denn heutzutage Staubsauger aus, jetzt mal ganz ehrlich? Das sieht total bescheuert. Das sieht irgendwie aus hier wie von Ghostbuster, ne? Dass du jetzt hier auf die Suche nach Geistern gehen kannst. Damit kann man nicht nur staubsaugen, sondern damit kann man auch Geister jagen. Vielleicht ist der Staubsauger deshalb so teuer, weil man halt auch nebenbei einfach Geister jagen kann, ne? 4 Euro Wer geschenkt. Weiß. Jetzt bis zu 5 Euro, 4 Euro geschenkt. Hauptsache, ihr habt Spaß. Mega Mama. Schmaler als Maler, breiter als Balz. Die neue Allianz Autoversicherung. Ausgezeichnet mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Jetzt für alle mit Telematik bis zu 4% Beitrag sparen. Jetzt wechseln. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gerade gefragt, ne? Es wird ja, denke ich mal, irgendwo in Italien sein, ne? Wie will man da wieder rausfahren? Wie will man da wieder rausfahren? Ohne Scheiß. Nun mal ohne Spaß jetzt, außer du mal in so eine Gasse reinfährst. Wie kommt man da wieder raus? Vor allem das Schlimmste wäre noch, wenn hinter dir dann noch ein Auto stehen würde und der auch nicht rauskommen würde. Da bist du am Arsch. Da musst du für immer und ewig in der Gasse bleiben. Ne? Und nach 20 Jahren oder so wirst du irgendwann gefunden. Halb verwahrlost, ne? Musst du gucken, musst du Fenster auflassen, dass immer Fliegen reinfliegen, dass du was zu essen hast. Ich sag mal, schlafen kannst du in dem Auto ja schon, das geht schon. Aber irgendwann, also, ne, ist halt scheiße, weil die finden dich dann halt nie, ne? Also, die werden dich dann nach 20 Jahren halb verwahrlost im Auto finden. Jetzt wechseln. Nicht gut. Ich glaube, da müsste man eher das Haus abreißen. Das zeigt eigentlich unsere heutige Gesellschaft, ne? Eigentlich so traurig.
Hier liegst du richtig. Top Smartphone in der 5 Hornets Let Go mit 5 Byte ab 99,99 monatlich. Mit kleinstem E im besten Vodafone-Netz. Jetzt auf 5.de. 5 auf alle. Autofahren in der Zukunft, wie das wohl wird. Ja, da müsst ihr euch mal Dings angucken, ne? Die 5 Elemente. Da weiß man, wie es bald aussehen wird. Autos werden ausparken. Überholen. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so die neuen Tesla-Modelle angucke, also jetzt haben wir ja noch die Autos, sage ich mal, Charakter. Ne? Jedes Auto hat irgendwie Charakter. Entweder du hast ein sehr kantiges Auto oder du hast so ein, ich sag immer Baby-Auto dazu, wenn die Autos so extrem rund sind, ne? und so süße Rücklichter hat. Ne? Und gucke ich mal ganz gerne immer so an, wenn ich mal die Autos so der Zukunft angucke, ne, da könnte ich im Strahl kotzen, wenn solche Autos irgendwann nur noch rumfahren, ne, die sehen so eklig aus, ohne Spaß. Ich würde mir niemals so ein Auto holen, niemals. So ein Scheißegal, dass wenn ich so ein Auto geschenkt bekommen würde, ich würde mir never ever so ein Auto holen, ne. Und wenn sie jetzt schon losfahren und bremsen, wird Autofahren in der Zukunft dann nicht wie Autofahren in der Zukunft. Hey, so sieht das hässlich. Hier etwas wie ganz aus. Volkswagen Drive. Auf dem Weg zum Umfahren. Das Ding ist so verfahren. Warum wir frisches Obst schneiden, wenn alles andere doof ist? Ein antifrischer Smoothie hebt die Laune. Melone grob waschen. Heidelbeeren kräftig lieben, ab in den Mixer, süß und trotzdem antigesund. Mit vielen Antioxidantien gegen Freikörper. Cool. Wir lieben Leben. Bruno, lass uns was tun. Das ist so bescheuert, die Werbung. Oh nein. Es geht tun? Was ist eigentlich mit deinen Knieschmerzen? Keine Tabletten? Das finde ich ja immer voll schlimm, ne, wenn ich... Ich sehe immer so Leute, die Hunde so übelst ziehen, ne? So die ganze Zeit übelst ziehen, ne? Da müsste man, also solchen Leuten müsste man eigentlich denen die Hunde wegnehmen, ne? Stellt euch mal vor, ihr, bei euch würde das gemacht werden, die ganze Zeit, ihr wollt irgendwo hin und eure Eltern ziehen euch am Ohr die ganze Zeit. Das ist nie gesund, das ist auch nicht schön, sowas. Knieschmerzen? Keine Tabletten? Voltaren. Anders als bei Tabletten. Schmerzgel Forte, direkt im entzündeten Gewebe an. Genau dort, wo es wehtut, reichert sich Schmerzen bis zu 12 Stunden. Bruno! Es geht tun? Tschüss, Voltaren! Voltaren-Schmerzgel Forte, reicht Schmerzen bis zu 12 Stunden. Zu Wirkungen lesen. Was reicht Schmerzen bis zu 12 Stunden? Der Klassiker, 100% vielseitig, macht jeden Tag pflanzlich. Boah, ich hasse Rama, ne? Macht den Kuchen richtig lecker. Allgemein, ich mache keine Butter drauf von mir auf die Stulle. Und macht das Zubereiten locker. Ich mache dafür immer... Ich muss euch mal meine Küche zeigen. Ich habe einfach mal... Ich sehe es nicht ganz. Ich habe einfach mal, ich glaube, 3-4 Nutella-Gläser. Also die großen, ne, wo man hier ein paar Gramm zusätzlich Geschenkrad bekommt, ne. Und da reicht so ein Glas, reicht für bei mir gerade mal für 3 Tage. Das ist doch nicht mal ein Witz, ne? Das reicht wirklich so für 3 Tage. Ich hole mir immer so ein Glas und immer so pripp, drauf klatschen. Die Schokolade, meine Herren, ey, was ist denn jetzt heute los? Die Schokolade immer so drauf, ne? Und nächstes Brot nehmen. Ja. Das mache ich. Ich bin kein normaler Mensch. Aber würde mich mal interessieren, macht ihr auch hier Butter drauf oder hast ihr auch Butter? Rama macht das SS. Ja, war mal ein cooler Quickie zwischendurch. War sehr lustig. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir doch gerne über Instagram, Twitter. Und wir sind definitiv Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.